Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory. Fall ins Loch. So viel dazu. Wir sind auf der Suche nach Ethelbert und er möchte uns irgendwas zeigen und hat uns gebeten, ihm zu folgen. Ist so ein netter alter Herr. Wir sind gerade in ein Loch gefallen, was ich gar nicht mal so gut finde. Auf jeden Fall sind hier ganz viele krasse Skorpione, was die Sache irgendwie nicht so angenehm für uns gestaltet, würde ich schon fast behaupten. Vielleicht droppen sie ja irgendwas, was ich für meine Schmiede gebrauchen kann. Sie haben mich vergiftet. Okay, sie schenken mir Vergiftung, das ist natürlich ganz toll. Sieht ihr noch irgendwas? Droppen die noch irgendwas Gutes, was ich irgendwie gebrauchen kann? Oder sind die einfach nur ätzend? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier passiert nichts mehr, was mir irgendwie weiter hilft. Okay, wir gehen dann mal weiter. Tschüss! So, erstmal. So, und dann nochmal einmal Gegengift naschen. Lecker. So. So, hier ist irgendwo noch was versteckert. Das nehmen wir auch mal mit. Oh, ein Stein. Mensch, danke. Ah, den nehme ich auch noch mit. Und den kann man bestimmt mit krasse Sachen angeln. Aber wir sind jetzt zum Angeln hier. Wir sind hier, um diese Kiste aufzusammeln, in der ganz viele Tränke sind. Und uns zu fragen, wie kommen wir wieder hoch? Nee, jetzt mal ohne Scheiß, wie kommen wir wieder hoch? Hey, ich hab keine Ahnung, wie wir wieder hochkommen. Okay, wir werden jetzt für immer in diesem Loch hier sein und sterben. Vermute ich mal stark. Das wird. Das ist. Hä? 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 Wir werden sterben, oh mein Gott, oder stimmen wir einfach den Zauber und gehen wieder hoch. Oh nee. Sag bloß, ich bin jetzt hier wieder ganz hinten. Okay, vielleicht. Ich weiß nicht, gibt's regulär einen Weg nach oben? Das muss ich später gemacht haben, oder nicht? Speicherpunkt. Schreib mal ins Tagebuch. Speicher. So. Oh. Hi. Wir gehen trotzdem mal weiter hoch. Und noch weiter hoch. Wo sind wir denn? Steht hier irgendwo da, was das hier ist? Wir müssen vielleicht das andere Loch nehmen. Kann natürlich sein. So. Ich möchte natürlich gucken, ob es Platin gibt. Kennt ihr diesen Tag, diese Scheißtage, bei denen ihr Platin wollt, aber eigentlich einfach nur einen Arsch voll Diamanten kriegt? Das ist super frustrierend, stimmt's? Also, nehmen wir mit. So, jetzt nehmen wir das andere Loch und hoffen, dass es eventuell ein bisschen richtiger ist. Und hoffen, dass es da auch wieder einen regulären Weg raus gibt. Ich habe keine Ahnung. Was? Eine Sackgasse? Von irgendwoher scheint ein Duft zu kommen. Cool! Ist irgendwo was versteckert. Oh, da war gerade was. Yeah! Kräftige Ruanke. Ist hier irgendwie. Ah! Was passiert denn hier gerade? Junge! Was ist los? Was ist los? Ich bin gerade zerstört. Schnell hier oben lang. Was ist das da? Oh, das kann das zerhauen. Mach ich mal. Ein paar Runenkristalle zerschmettern. Das ist voll mein Ding. Yay. So. Und dann nochmal den Loch ausrüsten. Weiter geht's. Okay. Danke, Spiel. Okay. Okay, danke. Okay, ich geh nochmal weiter. Schon mal. Hi, Leute. Ja, ganz genau. Und schnell durch hier. Das ist ja belastend. Was bist du denn für einer? Ich weiß nicht, was das ist. Soll ich drücken? Oh. Wichtige Frage ist, warum sammle ich dieses wunderbare Gras nicht ein? Es ist wunderschön. Wozu brauche ich dich? Ich lasse es mal oben. Wow! Feuer! Hundis! Jagdwölfe! Ich will so einen Jagdwolf. Leute, ich brauche so einen Jagdwolf. Sagt jetzt, ihr tötet sie einfach mal alle. So, ich gehe mal hier weiter. Tschüss! Okay, dann lässt mich das jetzt generell nicht weiter. Ich guck mal hier durch. Jo, was geht? Ah, eine Möhre! Toll! Was gibt's hier so? Aha. Aha, ganz viel Rübensaat. Was gibt's hier so? Das ist gerade der ganze Kampf nicht. Ich guck nur, was es hier in den Kisten gibt. Jo, okay, ich gehe da mal weiter. Tschüss! Oh, schon die Decke dingstet. Boah, Alter, ist das jetzt zum Glück überhaupt nicht super laut. Boah, das ist so unangenehm gerade. Ich weiß nicht, ob ich in dem Sound an den Stellen irgendwie leiser drehe. Okay, das ist
Nicht unmöglich, aber ätzend. Alter. Erstmal irgendwie Beruhigungstee schlürfen oder so. Das ist ja belastend. Luftschiff rufen. Ist hier nix? Gibt's hier keine Shortcuts oder sowas? Lava-Ruine, Itra-Höhle, Meierstraße, imperiales Gebiet. Ist alles imperiales Gebiet, ne? Ich muss den ganzen Weg immer wieder von vorne laufen. Seid ihr denn blöd im Kopf? Seid ihr, habt ihr denn Mobbelkotze im Hirn? Ich frag mal so. Ne? Okay, ich kann einfach so krass durchlaufen, aber es ist trotzdem super nervig. Es muss doch mal irgendwie mal einen Shortcut geben. Ich glaube, wir mal. Wird das irgendwie angedeutet, dass es da weitergeht? Nee, gar nicht. Interessant. Oh, diese Dinger. Warum ist hier eigentlich alles so scheiße laut? Man hätte einfach das Spiel mal ein bisschen leiser designen können. Ah, das ist ja quasi so, wie so ein Labyrinth. Ne? Oh ja, bitte. Sei bitte noch lauter. Gott. Soll ich das einfach mal machen? Ich kann es auch nicht wieder hoch machen, ne? War das jetzt ein Fehler? Ach so, hier ein Shortcut war das. Ups. Gut, so viel dazu. Upsi. So. Oh, wir waren uns gerade ein bisschen die Ohren weg. War schon. Ich kann hier oben auch noch hier lang. Gucken wir mal nach hier und nach da. Oh, da muss ich hin. Ich belässt mich aber nicht. Okay. Uff. Uff, was ist das denn? Was bist du denn für einer? Lass dich mal bitte ganz kurz. Okay. Ein Moment der Ruhe. Das ist so unglaublich laut alles. Hier ist ein Familienporträt eingraviert. Drei Personen. Ja gut, danke. Alter. Leute, chillt mal. Okay, geht's angeblich nach unten weiter? Probieren wir mal. Ah. Ich hätte gerne... Oh mein Gott, ich bin fast tot. Dürfte ich bitte irgendwann mal meinen scheiß Trank einsetzen? Dankeschön. Alter. Leute, hallo. Boah, ist das gerade... Das ist ja echt nervig. Es ist laut und nervig. Ja, die schläft erstmal... Schläft. Das kann sie ruhig machen. Ist nur nicht sehr gesund, wenn ich nebenbei getötet werde. Toll, Tränke. Das ist es. Deswegen riskiere ich gerade Leib und Leben für ein paar blöde Tränke. Was haben wir hier? Wurzeln. Boah. Wir müssen mal ganz kurz diese Ruhe hier genießen. Ah. Ey, ich hatte das Spiel schon auf leiser gestellt, ne? Ich wollte es nur mal kurz anmerken. Uff. Oh, noch ein Shortcut. Jetzt bauen sie mit Shortcuts rum. Was haben wir hier noch so? Alter, lass mich das Ding aufmachen. Medizinkraut, danke für nichts. So. Gut, da haben wir schon alles abgesucht, bis auf die eine Ecke. Ich würde sagen, ja, lass uns noch ein bisschen erkunden, aber das ist so laut, ich habe da gerade absolut keinen Bock drauf. Da ist er, der Äffelbird. Haha, du bist gekommen, Junge. Gib mir die Runenkugeln. Pa, es würde dir gut tun, dich mal zu entspannen. Wie versprochen, werde ich dir etwas Interessantes zeigen. Du solltest dich geehrt fühlen. Denn du wirst gleich Zeuge eines Ereignisses, das Verständnis gewöhnlicher Sterblicher übersteigt. Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, dass ich eventuell den Ingame-Sound leiser drehen werde, weil es ist echt verdammt laut und ich habe, wie gesagt, das Spiel schon leiser gedreht. Ich weiß nicht, ob ich es vergessen werde oder immer alles leiser gedreht bekomme, also wundert euch nicht, falls ich rumheule, dass es übelst laut ist und ihr empfindet es nicht als laut. Ich gebe mein Bestes, es irgendwie angenehm für euch zu gestalten und ich hoffe, ich übersehe nichts. Omnitor. Dieser Drache ist öde. Gewöhnlich. Aber zufällig habe ich einen Teil eines göttlichen Drachen parat. Sie. Etherlink. Okay, er fusioniert sie zu einem krassen... verstehst du jetzt? Zu einem krassen göttlichen Drachen. Ich habe die Macht, nach Belieben göttliche Drachen zu erschaffen. So etwas gelingt nicht einmal Erdfreunden. Hahaha. Und jetzt möge das Spektakel beginnen. Okay. Muss ich jetzt gegen den kämpfen? Ja, das ist so easy. Boah, das ist ein übelst kleines Gebiet. Und er flattert einfach mal. Ah, da schäme ich ihn nicht. Ja, klar, es bleibt so stehen. Ja, Alter. Es ist. Alter, schäme ich ihn einfach nicht. Alter,
Er macht so verdammt viel Schaden. Junge, bleib doch mal stehen. Das bleibt doch. Nee, ich will ihn immer abpassen und wenn, dann merkt er sich, ich ihn abpasse, habe ich das Gefühl. Und ich schlafe erstmal direkt ein. Oh Gott, ich bin paralysiert. Das ist gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob wir den Kampf schaffen können direkt. Spontan, sag ich mal. Oh, er bleibt kurz stehen. Oh, so viel dazu. Ey, man erwischt ihn kaum. Ich will, glaube ich, ich versuche ihn damit irgendwie Schaden zu machen. Ah, jetzt bleibt er kurz stehen. Au. Wie er uns einfach wegschmettert. Ich habe jetzt nicht mit so einem Kampf gerechnet, muss ich sagen. Oh, er ist wütend. Das ist ein gutes Zeichen. Es geht dann. Also es ist nicht gut, dass er in die nächste Phase geht, aber das heißt, wir haben genug Schaden gemacht, dass wir ihn eventuell besiegen könnten. Nee, das ist echt. Boah, wenn man da drin ist, macht das so viel Schaden. Oh Gott, das macht er jetzt. Er ruht sich kurz aus. Ich roh ihn einfach mal ein bisschen an. Oh Gott, wir haben ihn. Ich weiß, ich bin super suspicious immer, weil ich denke, er deutet seinen Tod nur an. So, gut gemacht, Erdfreundin. Du hast die göttliche Drachen, du hast die göttlichen Drachen besiegt, die ich erschaffen habe. Aber das macht alles nur noch viel interessanter. Komm. Muhahaha. Nur für dich habe ich das perfekte Umfeld geschaffen, Yumi. Ich werde hoch über den Wolken warten. Und jetzt lacht er ganz böse. Super. Nicht so schnell! Duck! Haha. Ah, pass mich nicht mit deinen dreckigen Pfoten an, du jämmerlicher Zwerg. Verdammt! Wie unfreundlich. Erdfreundin, ich werde dort auf dich warten. Oh, beim schwebenden Reich. Natürlich ist deine Einladung verpflichtend. Komm aus freien Willen, sonst muss ich dich dazu zwingen. Was bedeutet das? Ach, das wirst du noch früh genug herausfinden. Ich werde alle Erdfreunde so lange quälen und peinigen, bis sie vollständig ausgerottet sind. Jetzt macht er eine Lachanimation. Ich glaube, das soll zeigen, dass er lacht, weil er böse ist. Denn Böse lachen gerne. Duck, geht es dir gut? Alles in Ordnung. Und ich habe etwas für dich. Was? Eine Runenkugel? Ich habe die ihm gerade gestohlen. Das geschieht ihm recht. Oh nein, Duck. Ob die Runenkugel Venti helfen könnte? Ich weiß es nicht. Ach, du bist noch immer nicht wieder bei Kräften, Duck. Ach, ich weiß, dass du dich für das Geschehene irgendwie verantwortlich fühlst. Aber du musst deine Grenzen ziehen. Wenn dir etwas zustoßen würde, wären wir alle am Boden zerstört. Yumi! Duck! Ich habe gehört, dass wir einen der Runenkugeln wieder erlangt haben. Ja, dank Duck. Ach, es wäre am besten, so schnell wie möglich an einem... es wäre am besten, sie so schnell wie möglich an einem Runenplatz abzulegen. Obwohl sie wieder gestohlen werden könnte, wenn wir dort kein Sicherheitskommando postieren. Sobald die Versteckung eintritt, sollte es genug... Was? Was ist denn hier los? Yumi! Xiaopai? Da ist etwas am Himmel. Ach, es wäre wohl am besten, hoch zum Observatorium zu gehen. Okay. Dort drüben. Was ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es uns angreift. Es ist das, wovon er geredet hat. Die Zyx greifen uns an. Immer wieder Ruhe. Ist es das, wovon er geredet hat? Also greift uns das Imperium jetzt an. Schwebendes Reich. Die Kugel müssen Ethelbert muss. Du könntest recht haben. So oder so können wir es nicht ignorieren. Ja, genau. Bringen wir das Luftschiff dorthin. Sobald ich der königlichen Hauptstadt Bericht sobald ich der königlichen Hauptstadt Bericht erstattet habe, treffe ich dich im Luftschiff. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Ich muss eine Aufnahmepause machen. Yumi, sie werden dich sofort angreifen, wenn du dich dem Imperium näherst. Es ist nicht so, als würde ich jetzt noch versuchen, dich aufzuhalten. Aber ich will sicher gehen, dass du auf das, was vor dir liegt, vorbereitet bist.
Kommst du mit mir? Yes. Ja, aber klar doch. Bitte komm zu mir, bevor du an Bord des Luftschiffs gehst. Venti, fliegen wir mit dem Luftschiff zu unserem Ziel. Schwebendes Reich. Können wir mal ganz kurz darüber reden, dass Winter ist? Wieso schneit's hier oben? Wieso? Achso, jetzt ist wieder Frühling. Okay, oben ist Winter, unten ist Frühling. Stellen wir es einfach mal alles so als Gegebenheit hin. Nice. Gut, ihr ruht euch mal aus, ne? Wir haben jetzt gut gekämpft. Wollte ich mal fast behaupten. Jo, und ich lege mich mal jetzt hier klitzekleines Bettchen. Rein da. Ich bin nämlich auch ein bisschen gespannt, ob die Spielblume fertig ist und was für ein Level die Saat haben wird. Oh, wo ist wie schnell? Ich bin ein bisschen enttäuscht. So, Spielblumis sind fertig. Wir gucken mal direkt. Nehmen wir mal die Super-Sichel. Zack. Und welchen Level hat das Spielkraut? Oh, hoffentlich Level 8 oder sowas. Das wäre richtig cool. Da ist es. Level 8. Tatsache. Das ist ganz schön cool. Aber bestimmt dann bald Level 10. Schauen wir mal hinein und schmeißen mal direkt mal das Spielkraut. Also die Saat hinein. Wo ist denn jetzt? Hier. Perfekt. Den Rest können wir direkt ernten. Was hat denn der Rest für ein Level? Jetzt bin ich mal doch interessiert. Gucken wir mal. Da, was hast du jetzt? Level 7. Okay, das ist. Level 8 ist besser. Das ist gut. Und wie, was für ein Level hat das Spielkraut an sich? Auch Level 7? Auch Level 7. Okay. Gut, dann verkaufe ich das jetzt und verkaufe dann direkt Level 8 Spielkrautsaat und züchte dann mein Level 10 Spielkraut heran. Mwahahaha. Was haben wir denn hier? Stufe 2, Stufe 4, Stufe 6. Muss man generell mal ein bisschen rumsortieren, was ich hier alles habe. Goldarmreifen müsste ich vielleicht auch mal noch weiter verwursten. Das Eisen ist gar nicht mal so gut. Schade. Gut. Da haben wir ja einiges heute wieder erlebt. Wir haben noch ein paar Melönchen. Oh, die sind sogar fertig. Sehr schön. Dann haben wir noch zwei Felder wieder, die wir bepflanzen können. Vielleicht zweimal Spielkraut. Ich weiß es nicht. Vielleicht lieber erstmal nur einmal. Brauche auch nur zwei Tage, glaube ich. Gut. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Ich würde vielleicht noch ein bisschen offscreen spielen wollen. Ein bisschen Pflanzen züchten. Ihr kennt das ja. Angelfieber ist am 15. Da werde ich vielleicht wieder dran teilnehmen. Und dann sehen wir uns dann dort vielleicht wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.